Lukas Köhler. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Grüne, ich sehe Sie in Sorge. In Sorge darum, dass die Frage, ob sich Nord Stream 2 mit der Energie- und Klimapolitik der EU vereinbaren lässt, völlig ungeklärt ist. Dabei ist die eigentliche Frage, die entscheidende Frage doch, wie sich Ihre Klimapolitik mit einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung vereinbaren lässt. Und das macht Ihre Kritik an Nord Stream 2 leider völlig unglaubwürdig. Der planwirtschaftliche Kohleausstieg kann Ihnen gar nicht schnell genug gehen. Hier geben wir viele Milliarden für einen reinen symbolischen Weg aus, denn der Kohleausstieg war auch schon durch den Emissionshandel beschlossen. Aber nun, da die Diskussion um die Kohle auf die Zielgerade zu gehen scheint, haben sich einen neuen Gegner, den Klimakiller Gas, ausgesucht. Eigentlich erstaunlich, denn morgen bringen Sie hier in diesem Haus einen Antrag ein, in dem Sie explizit den Neubau von Gaskraftwerken fordern. Dieser steht im Bericht der Kommission und den wollen Sie ja eins zu eins umsetzen. Ich finde, Herr Trittin, damit haben Sie sich heute ein Eigentor geschossen. Nur damit ich das noch mal richtig verstehe. Ich weiß, Sie hören mir gerade nicht zu, aber vielleicht erklären Sie mir das nachher. Sie warnen heute vor den negativen Folgen der Energiegewinnung aus Gas und morgen fordern Sie hier, dass wir mehr davon nutzen sollen. Das ist doch wirklich absurd. Wenn es Ihnen tatsächlich nur um Nord Stream 2 ginge und die Angst vor einer starken Abhängigkeit von Russland, dann könnten wir darüber reden. Denn bei solchen Partnern ist natürlich Vorsicht geboten. Aber gleichzeitig wollen Sie auch keine diversifizierte Gasversorgung. Etwa durch den Bau von LNG-Terminals. Und dann käme ja böses Fracking-Gas aus den USA. Auch davon haben Sie ja gerade gewarnt. Sie wollen also keine Kohle. Sie wollen kein Flüssiggas aus den USA. Sie wollen kein Fracking in Deutschland. Sie wollen schon mal gar keine Energie aus der Kernenergie. Und dann wundern Sie sich, dass wir jetzt auf russisches Gas angewiesen sind. Das ist völlig absurd. Wenn man Ihre Interviews mal liest, Herr Trittin, dann merkt man relativ schnell, dass man gar nichts merkt. Sie sind in einem völligen Zwiespalt. Sind Sie für Nord Stream 2? Sind Sie gegen Nord Stream 2? Wollen Sie dafür sein? Wollen Sie gegen die USA sein? Oder machen Sie es wie Frau Göring-Eckardt, die ja immer wieder betont, dass wir keine Pipeline brauchen, weil Sonne und Wind das schon regeln werden? Das ist in einer grünen Wünsch-dir-was-Welt, in der Energiepolitik aus der Dose kommt, in der Energiepolitik nichts mit Grundlastfähigkeit zu tun hat. Da funktioniert das vielleicht. Hier funktioniert es nicht. Und Ihr klimapolitisches Wunschdenken hat uns doch erst in diesen energiepolitischen Sackgasse geführt. Umso schlimmer, dass die Bundesregierung dabei auch noch mitmacht. Der kopflose Kohleausstieg, den die Union und insbesondere die SPD nun herbeiführt, treibt uns nämlich genau in diese Abhängigkeit. Und Herr Altmaier, Sie haben ja noch nicht mal mehr den Anspruch, eine marktwirtschaftliche Lösung zu entwickeln. Und das ist in einer einst so stolzen Partei wie der Union wirklich traurig. Die Planwirtschaft fängt bei Ihnen doch in der Industriepolitik an und hört bei der Energiepolitik noch lange nicht auf. Da verwundert es nicht, dass Sie privat und staatlich nicht mehr auseinanderhalten können. Ein Projekt, das komplett von einem russischen Staatskonzern kontrolliert wird, als privatwirtschaftliche Entscheidung zu bezeichnen, das ist der Abgesang jeden marktwirtschaftlichen Verständnisses. Herr Altmaier, Sie sind ein begeisterter Europäer, und das gestehe ich Ihnen zu. Aber wieso hat es mit einigen Partnern, die Einigung mit unseren Partnern, so unglaublich lange gedauert? Sie wissen spätestens seit September, dass Macron etwas gegen Nord Stream 2 hat, als er das im Europäischen Parlament exakt so ausgedrückt hat. Nichts war davon zu erkennen. Wo ist der Anspruch auf eine umfassende europäische Lösung? Wo ist die Initiative zu einer wirklich europäischen gemeinsamen Energiepolitik? Ihr EU-Kommissar Herr Oettinger läuft Land ab. Und Land auf und mahnt das seit Jahren an, und Sie bekommen es nicht auf die Reihe. Das ist ein Trauerspiel. Wir kommen nicht darum herum. Wenn wir umweltverträgliche, aber auch sichere und bezahlbare Energie wollen, dann sind wir auf Importe angewiesen. Wegen dieser Abhängigkeit ist Energiepolitik aber auch immer Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen hier deshalb eng mit unseren europäischen Partnern gemeinsam zusammenarbeiten. Wir dürfen uns aber auch nicht nur auf einen Lieferanten einigen. Außenpolitisch ist ein gemeinsames Europa ein starkes Europa, und nur das können wir gebrauchen. Wenn wir Nord Stream 2 aber nun unumgänglich gemacht haben, dann muss die Bundesregierung garantieren, dass es nicht als Waffe für die Ukraine eingesetzt wird. Es darf aber auch nicht als Druckmittel gegen uns verwendet werden.
Deswegen brauchen wir Gas aus unterschiedlichen Quellen. Aber die Sicherheit ist immer auch gleichzeitig mit einer Versorgungssicherheit verbunden. Und Deutschland braucht auch bei der Frage der Energiewirtschaft ein eindeutiges Preissignal für die Bürgerinnen und Bürger. Ich weiß, liebe Grüne, dass eine Kollegin von Ihnen das im Umweltausschuss anders sieht. Aber Preisfragen sind immer auch mit Klimafragen verbunden. Wenn wir die Akzeptanz der Bevölkerung verlieren, dann, meine Damen und Herren, haben wir den Klimaschutz verloren. Und das können wir uns weder in der Industrie noch in der Energie leisten. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner, der Kollege Klaus Ernst, Fraktion Die Linke.